Unter dem Namenszusatz e-tron zeigt Audi die Hybridvariante des A3. Unter der Haube arbeitet ein 1,4 Liter TFSI mit 150 PS Hand in Hand mit einem 75 kW starken Elektromotor. Im System leisten beide 204 PS und haben 350 Newtonmeter Drehmoment. Übertragen wird die Kraft mittels einer neu konstruierten e-S-Tronic an die Vorderräder. Rein elektrisch schafft der A3 rund 50 Kilometer und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Mithilfe des Verbrenners sind dann 222 km/h Spitze und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 7,6 Sekunden drin. Seine E-Kraft speichert der Ingolstädter in einem 8,8 Kilowattstunden starken Lithium-Ionen-Akku. Den Verbrauch gibt Audi mit schlanken 1,5 Litern auf 100 Kilometern an. Das entspräche einem CO2-Ausstoß von nur 35 Gramm pro Kilometer. Serienreif ist das gezeigte Modell noch nicht. Wir haben vor, dass wir Anfang nächsten Jahres damit auch vor Kunde gehen. Wir werden in diesem Jahr nochmal die gesamten Erprobungen finalisieren. Wir kommen erst vor der Sommerfahrt, haben das Auto wirklich an Leib und Seele erlebt und jeder war begeistert, weil einfach das Fahrgefühl, die Dynamik und das, was das Auto gibt, absolut perfekt passt. Und keiner glaubt eigentlich, dass es so mega effizient ist. Insofern werden wir über den Preis uns noch ein paar Gedanken machen. Wir schauen ja auch, was der Wettbewerb so macht, aber ich glaube, wir haben da einen guten Pfeil im Köcher.